Jo Leute, kurze Info. Ich wollte gerade anfangen, dieses Video zu schneiden und habe gesehen, dass von dieser Kamera das Video irgendwie verschwunden ist. Das heißt, ich habe jetzt in diesem Video nur meine Stimme und die Bildschirmaufnahme. Ja, ist Gott sei Dank nur ein kurzes Video und beim nächsten Mal gibt es dann wieder mein Face. Ja, viel Spaß bei diesem Video. Peace. Gut euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka San Cruzo. Willkommen zu diesem Video. Und heute will ich euch einfach mal einen ganz schnellen Tipp geben, wie ihr eure Tonart für das Autotune herausfindet und richtig einstellt. Natürlich ist es immer besser, das mit der Musiktheorie zu machen. Aber wenn ihr jetzt einfach mal kurz was aufnehmen wollt und Autotune da reinhauen wollt, dann könnt ihr das auch mal so versuchen. Also, ich habe hier meinen Beat und was ich als erstes machen will, ist, ich will gucken, welche Töne überhaupt in dem Beat drin sind. Und dafür klicke ich da Doppelklick einfach mal drauf und gehe hier unten mit der rechten Maustaste auf diese Wellenform und gehe Edit in Audio Editor. Und da könnt ihr dann über diesen Marker hier Detect Pitch Regions. Und was das macht ist, ich mach das mal, und jetzt habt ihr hier so ganz viele Marker und jetzt zeigt er euch die Töne an. Meistens habt ihr ja schon am Anfang des Beats die Töne, die da drin vorkommen und das guckt ihr euch dann einfach an und die schreibt ihr euch auf, sagen wir mal A, E, C, F. Und geht dann zu eurem Autotune-Plugin und probiert einfach aus. Also das ist, wie gesagt, nicht die ideale Weise, aber wenn ihr wirklich gar keine Musiktheorie kennt und das irgendwie machen wollt, dann ist das eine Möglichkeit. Ihr stellt einfach hier, das ist ja bei jedem Autotune-Plugin eigentlich ähnlich, dass ihr hier einmal den Ton einstellen könnt und dann einmal welche Tonart quasi, also chromatisch, dann Dur ist Major, Moll ist Natural Minor. Da müsst ihr auch probieren. Meistens ist es so, dass wenn der Song so ein bisschen düster klingt, dann ist es und so ein bisschen traurig, dann ist es meistens ein Moll, eine Molltonart. Und wenn der Song so fröhlich, happy, energievoll klingt, dann ist es meistens eine Dur-Tonart. Genau, wie gesagt, hier probieren. Ich weiß halt bei dem Beat, weil es ein Beat von mir selber ist, dass ein C in C ist. Genau, so könntet ihr das machen, wenn ihr wirklich mal ein bisschen Musiktheorie haben wollt in einem Video. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann kümmern wir uns auch darum. Aber so könnt ihr auf jeden Fall erstmal ein bisschen rumprobieren und müsst ihr dann einfach hören, ob das für euch passt und dann halt entscheiden, welcher Ton das dann ist, aus denen, die ihr da herausgefunden habt. Ja, wie gesagt, ist nicht der optimale Weg, das zu machen, aber wenn es nicht anders geht, dann ist das auf jeden Fall ein Weg. Und dann war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, das konnte vielleicht ein paar Leuten weiterhelfen. Und wenn das so ist, dann gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Singen. Ciao, Leute.